mir war nach einem schöneren See zum Paddeln und so. Und bin hier in diesen Naturpark gefahren. Also Naturschutz. In diesen Nationalpark, jetzt halt. Und hier sind zwei Seen. Alles durchgesucht, aber eine Karte von dem Nationalpark gibt es nicht. Und irgendwie eine Karte von oberhalb des Nationalparks. Und ja, jetzt habe ich noch so ein Heftchen mitgenommen für Turku. Das ist die nächstgrößere Stadt, wo ich dann irgendwann mal hinfahre und gucken. Aber es dauert wohl noch lange. Ja, ich habe jetzt gesehen, es sind 100 Meter runter zum See. Da werde ich ganz kurz mal runterschauen. So ein kleiner See. Also, ist schön. Es wird total Spaß machen, hier im Kajak anzufahren. Ich meine, man merkt aber diese kleinen Popeltouren hier. 5 Kilometer. 5,4 Kilometer. Dass hier so ein bisschen Touristen ist. Und kann aber oben in den anderen Regionen auch noch gehen. So, ich habe mir nochmal die Karte angeschaut und ich fahre jetzt einfach zu dem Parkplatz hier und werde mal die Route hier abgehen, irgendwie so 12 Kilometer werden es sein oder so in etwa. Und das hört sich ganz gut an. Im Boot, die Idee verwerfe ich wieder, denn ich habe mal geschaut, bei Google Maps kann man nicht so wirklich durch den Fluss durchfahren, der die beiden Seen verbindet. Das scheint ziemlich zugewachsen zu sein. Und selbst wenn, dann wären das insgesamt irgendwie nur, ich glaube, so knapp 3 Kilometer. Also Pille-Palle, was soll's. Der Parkplatz, neues Glück. Hier bin ich viel besser. Es ist viel ruhiger, nicht so touristisch. Bin hier jetzt, davor war ich hier unten. Da war ich vorher. Und jetzt bin ich da. Hat sich herausgestellt, dass diese Straße hier irgendwie ein Radweg ist oder sowas. Und ja, nervig. Auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal diesen Weg hier lang. Und dann diesen kleinen Orangen noch dazu. Und dann bin ich, glaube bei 13 Kilometern oder sowas. Das hört sich gut an. Und euch nehme ich natürlich mit. Das ist. Nein. Okay. Und Nummer 2. Mann. Training für jeden Teil des Körpers. Toilette. Und die haben so eine fette Feuerstelle hingebaut. Also mit Übernachtungsmöglichkeiten, so richtig nett. Könnt Feuer machen und ja. Was kochen, übernachten, schöne Zeit haben. Und Part Nummer 2. Uiuiui. Yeah, und hier sogar vorhanden. Ohne dass ich erst rüberziehen muss. Wow, wir sind am ersten Aussichtspunkt angekommen und sieht echt richtig, richtig nett aus. So schön, so ruhig und es ist heute so warm.
Das ist kaum zu glauben, so an der Küste war es richtig frisch so. Und hier ist es richtig, richtig schön warm. Man hat das Gefühl, es ist der Sommer ist hier so. Ach ja. Ich bin ja gerade erst losgegangen. Aber ich könnte hier theoretisch den ganzen Tag liegen bleiben. Aber wir wollen ja noch was schaffen. Mitten in der Natur rumstehen bleiben ist nicht so toll. Ameisen gehen sofort an deine Beine hoch. Ja, die Raben krächzen hier rum und es ist total schön. Hier weht so ein ganz, ganz leichter, lauer Wind, aber der ist so richtig, also der ist so richtig lauwarm, so richtig erhitzt von der Sonne. Das ist unheimlich schön. Wow! Musste echt aufpassen, ey. Eben hatte ich die erste Zecke. Ist mal rausgerissen oder so. Wie auch immer man das sagt. Voll mies. Voll festgebissen. Ich eigentlich die ganze Zeit in Bewegung bin und ich meine an der Fußsohle, ey, what? Solange das am Fuß ist und nicht irgendwie an anderen Körperteilen. Ist das nicht schön, ey? Und jetzt wird's richtig schön. Meine Füße sind richtig heiß, weil das Holz hier so extrem heiß ist von der Sonne. Das ist richtig, also manch einer wird da nicht mehr drauf stehen können. Und hier ist ein so schöner Weg. Hey! Und nochmal auf dem Hügel. Da lang. Bevor es zurück zum Auto geht. Ja, was für ein schöner Rundweg. Wir werfen nochmal einen Blick drauf. Also wir sind hier gestartet. Dann ging es hier lang, hier mit diesen Dingern rüberziehen. Zum schönen Aussichtspunkt war der Straße entlang über die Straße. Hier habe ich mir den Aussichtspunkt oben auch angeschaut. Man hier so einen schönen Blick rüber hat. Und hier zurück am Wasser lang und wieder am Parkplatz. Das waren jetzt 12 bis 13 Kilometer. Ich habe mich verarztet erstmal und ich habe eben nachgeschaut. Die nächsten 10 Tage 22 bis 24 Grad. Fast nur Sonne und sehr geil. Der Sommer ist da und alles ist super.